1870 hat die römisch-katholische Kirche aus reiner Machtgier und Machtpolitik Folgendes festgelegt. Der Papst darf ab sofort alles tun und alles sagen, was er will, und niemand darf ihm in die Parade fahren. Damit sollen alle Kritiker tot gemacht werden, mundtot gemacht werden. Damit soll erreicht werden, dass der Papst jede Macht hat, die er sich nehmen will. So zumindest klingt es aus den uninformierten Mündern so mancher Kritiker. In Wirklichkeit ist die Unfehlbarkeit des Papstes überhaupt kein Freifahrtsschein dafür, dass jeder Papst tun und lassen und irgendwas lehren kann, was er will. Denn wenn er die Lehre ex cathedra verkündet, dann muss jeder einzelne wichtige Bischof in der Welt damit einverstanden sein. Der Papst kann also nicht einfach nur irgendwas sagen, was ihm gerade passt. Außerdem muss es in Übereinstimmung mit der Lehre sein und in der Entscheidung, die der Papst, aber auch das Kardinalskollegium trifft, ja, in dieser Entscheidung gibt es Folgendes zu beachten, folgendes Kriterium. Denn wenn ich nämlich sage, ich will eine Lehre unfehlbar definieren, dann müssen die wichtigsten Christinnen und Christen auf der Welt zum Schluss kommen, dass das, was ich unfehlbar definiere, kirchengeschichtlich als signifikant erweisbar ist. Aber auf der einen Seite ist es das, auf der anderen Seite ist aber ebenso wichtig zu betonen, dass dieses Dogma nur ein einziges Mal in der Geschichte jemals angewandt wurde, und zwar von Papst Pius dem XII., als er unfehlbar definierte, dass Maria leiblich in den Himmel aufgenommen wurde. Das bedeutet, da ist nichts mit Missbrauch der Macht oder was weiß ich auch immer. Ja, da geht es um ernsthafte Kriterien. Und auch kirchengeschichtlich ist erweisbar, dass die päpstliche Unfehlbarkeit auch schon vor diesem Dogma gegriffen hat. Das kann man durch die Kirchengeschichte beweisen. Denn dieses Dogma ist nichts Neues. Es wurde nicht 1870 von Papst Pius dem IX. Und dem Ersten Vatikanum erfunden, sondern es ist kirchengeschichtlich erweisbar, weshalb es überhaupt erst auch so definiert werden konnte. Papst Bonifatius I., gestorben 422 nach Christus, schreibt in seiner Epistel 14 Folgendes: Die Struktur, Institutio, der universalen Kirche hat ihren Ursprung in der Ehre, die Petrus gegeben wurde. Alle Herrschaft, gemeint ist die bischöfliche Regierung, in der Kirche besteht darin, dass von Petrus wie von einer Quelle die Disziplin der ganzen Kirche abgeleitet worden ist, während diese Kirche wächst und sich ausbreitet. Es ist sicher, dass diese Kirche, die römische, zu den über die ganze Welt verstreuten Kirchen in Beziehung steht, wie das Haupt zu seinen Gliedern. Wer sich von dieser Kirche abschneidet, stellt sich außerhalb der christlichen Religion, da er nicht mehr Teil ihrer Struktur, Institutio, ist. Ich höre, dass einige Bischöfe die apostolische Verfassung der Kirche außer Kraft setzen wollen und versuchen, Neuerungen einzuführen, die den Geboten Christi zuwiderlaufen. Sie versuchen, sich von der Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhl zu trennen, genauer gesagt von seiner Autorität, potestate separarel. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Papst, Bonifatius I., der gar nicht so spricht wie das Oberhaupt irgendeiner dubiosen, diffusen Sekte. Stattdessen sehen wir hier jemanden, der spricht in der Vollmacht und in der Majestät einer Kirche, die universal genannt wird und die auch so respektiert wird. Nicht ist es so gewesen, dass es am Anfang einen Flickenteppich verschiedener Kirchen gab und dann musste man einen gemeinsamen Nenner finden. Nein, schon damals galt folgende Krux. Es gibt die universale Kirche, den apostolischen Stuhl in Rom, auf dem zuerst Petrus gesessen hatte. Und von dem gehen alle anderen Kirchen aus, das ist quasi ein Leib mit vielen Gliedern. Und die Kirche kann nur ein Leib vieler Glieder sein, weil diese Kirche der mystische Leib Jesu Christi ist. Das ist schon einmal ein wirklich signifikanter Einschnitt in die Kritik, die oft gemacht wird. Ja. Sir Henry Chadwick, ein britischer anglikanischer Theologe und Kirchenhistoriker, bemerkt zu dieser Passage in Faith and Order and the Council of Nicaea in ausgewählte Schriften Folgendes: Papst Bonifatius I. bekräftigt, dass die Kirche des Petrus über allem steht und dass niemand ein Christ sein kann, der nicht in Gemeinschaft mit Rom steht. Ganz, ganz wichtig.
Petrus Chrysologus sagt im Brief 25 ad Eutyches folgendes. Ja, er lebte 406 bis 450 nach Christus. Wir ermahnen euch, so schreibt er, dass ihr gehorsam auf das hört, was der selige Papst der Stadt Rom geschrieben hat. Denn der selige Petrus, der auf seinem eigenen Stuhl lebt und ihm vorsteht, bietet denen, die danach suchen, die Wahrheit des Glaubens an. Denn wir können in unserem Eifer für den Frieden und den Glauben nicht ohne die Zustimmung des Bischofs von Rom über Glaubensfragen entscheiden. Autonome Gemeinschaften, die eigene Lehren entwickeln ohne Rom? Ja, Fehlanzeige, und zwar schon im 5. Jahrhundert. Dann haben wir zum Beispiel eine ganz signifikante Geschichte, und zwar Papst Leo den Großen und das Konzil von Chalcedon. Chalcedon, 451, ökumenisches Konzil, an das jeder Ostorthodoxe und Katholik glauben und sich daran halten muss. Das heißt, dieses Konzil war eine Zusammenkunft aller Christen, sowohl der orthodoxen Gemeinschaften als auch der römisch-katholischen. Ja? Und jetzt sehen wir, Papst Leo der Große hat alleine entschieden, welche Kanons für die Kirche erlaubt sind und welche nicht. Chalcedon ist ein Konzil, welches das erste große Schisma gebracht hat in der Urkirche. Bis heute sagen Orientalorthodoxe, dass wer Chalcedon nicht annimmt, nicht an das Papsttum und den Anspruch der Unfehlbarkeit Roms dran vorbeikommt. Wer Chalcedon annimmt und Papst Leo den Großen als Heiligen und Held der Orthodoxie feiert, wird hier an seine Grenzen stoßen. Das heißt, das ist jetzt kein Randthema. Ja? Aber da, wo Orthodoxe und Katholiken vereint waren, da hat Papst Leo der Große Entscheidungen getroffen, die signifikanten Einfluss hatten. Das bedeutet, Papst Leo hat Verfügungen gemacht, die er allein machen konnte und sonst keiner. So zum Beispiel hat er den Kanon 28 komplett aufgehoben. Als Papst Leo die Nachricht erhielt, dass die griechischen Bischöfe versucht haben, einen Kanon zu verabschieden, der Konstantinopel über Alexandria und Antiochia erhob, antwortete er im Brief 105 wie folgt: Wir erkennen ihn nicht an und durch die Autorität des seligen Apostels Petrus widerrufen wir ihn in umfassender Weise. Der damalige Patriarch von Konstantinopel, der von der Annullierung des Konzilskanons durch Papst Leo erfuhr, schrieb was? Auch die ganze Kraft und Bestätigung der Akten war der Autorität eurer Seligkeit vorbehalten. Das ist Epistel 132 im leoninischen Briefwechsel. Tja, der Patriarch von Konstantinopel konnte also nicht sagen, ja, ist mir doch egal, dann macht ihr euer Ding in Rom, wir haben mit euch sowieso nichts zu tun. Sondern er sagt, ja, eurer Seligkeit ist das vorbehalten. Wie kann es also sein, dass ein solch großes Konzil wie Chalcedon, das von der gesamten Christenheit geachtet wird, wie kann es da sein, dass da der Papst das letzte Wort hatte und vor allem, dass da Leute wie die Patriarchen, wie zum Beispiel eben auch der Patriarch von Konstantinopel, da zustimmen mussten, wenn der was sagte. Wie kann es also sein, dass hier tatsächlich signifikante Dinge da vom Papst entschieden wurden? Wichtig übrigens auch, wegen der Opposition von Papst Leo wurde Kanon 28 nicht in die offiziellen kanonischen Sammlungen aufgenommen und erschien erst im 6. Jahrhundert in der Syntagma mit 14 Titeln. Das heißt, dass hier eine signifikante Entscheidung, eine Lehrentscheidung von Papst Leo ausgesetzt wurde und von ihm verfügt wurde. Da konnte niemand irgendwas sagen. Ja? Wie sieht die Ekklesiologie von Papst Leo aus? Brief 14. Die Verbindung des ganzen Leibes macht alle gleich gesund, alle gleich schön, und diese Verbindung erfordert zwar die Einmütigkeit des ganzen Leibes, besonders aber die Harmonie unter den Priestern. Und wenn sie auch eine gemeinsame Würde haben, so haben sie doch keinen einheitlichen Rang, denn selbst unter den seligen Aposteln gab es trotz der Ähnlichkeit ihres ehrenvollen Standes eine gewisse Unterscheidung der Macht, und wenn auch die Wahl aller gleich war, so war es doch einem gegeben, den anderen voranzugehen. Jeder sollte nicht alles für sich beanspruchen,
sondern es sollte in jeder Provinz einen geben, dessen Meinung unter den Brüdern den Vorrang haben sollte, und wiederum sollten einige, die in den größeren Städten eingesetzt sind, eine umfassendere Verantwortung übernehmen, durch die Sorge für die Gesamtkirche auf den einen Sitz des Petrus hin zusammenlaufen sollte und nicht sollte irgendwo von ihrem Haupt getrennt sein. Das ist also die Ekklesiologie von Papst Leo, ja. Und der Osten in Konzilien über die päpstliche Unfehlbarkeit macht dies nochmal deutlich. Das Laterankonzil von 649, stellen wir etwas ganz Besonderes fest. Als Bischof Stephan von Dor, der stellvertretende Vertreter unter dem Jerusalemer Patriarchen Sophronius am Konzil teilnahm, wurde sein Brief in der zweiten Sitzung verlesen, in dem er argumentiert, dass der Stuhl Petri, das heißt Rom, konsultiert worden sei, weil Petrus, das Oberhaupt der Monotheliten, die Kirche in Rom geleitet habe. Er argumentiert, dass der Stuhl Petri konsultiert wurde, weil Petrus, das Haupt der Apostel, für würdig befunden wurde, mit den Schlüsseln des Reiches zum Binden und Lösen betraut zu werden, und dass er, weil unser Herr ihm nach seinem kurzen Zusammenbruch unter Druck sagte, er solle seine Brüder stärken, weil er mehr als alle anderen in außergewöhnlicher und einzigartiger Weise einen festen und unerschütterlichen Glauben an unseren Herrn besaß, für würdig befunden wurde, sich seinen Kameraden und geistlichen Brüdern zuzuwenden und sie zu stärken. Da er von dem Gott, der um unseretwillen Mensch geworden war, vorsorglich mit Macht und priesterlicher Vollmacht über sie ausgestattet worden war. Das ist ja mal ein Wort, 649. Als die frommen Mächte des Ostens, die dem heiligen Maximus, dem Bekenner, folgten, in derselben Sitzung ihr Plädoyer vorgelesen bekamen, was sagte da Papst St. Martin? Da die Herzen aller auf dich, nach Gott, vertrauen, da sie wissen, dass du unter Christus das oberste Haupt der Kirchen bist. Was sagt denn St. Maximus, dem diese Leute folgten? Maximus, der Bekenner, der Theologe des 7. Jahrhunderts und Held der Orthodoxie, ja, Obscula Theologica et Polemica 12, der apostolische Thron, der vom Mensch gewordenen Sohn Gottes selbst stammt und der nach den heiligen Kanones und den Definitionen des Glaubens von allen heiligen Konzilien die allgemeine und höchste Herrschaft, Imperium, die Autorität, Auctoritatem und die Macht, Potestas, über alle Kirchen Gottes in der ganzen Welt erhalten hat, zu binden und zu lösen. Auch Maximus der Bekenner konnte sich also Rom nicht widersetzen. Sergius, der Primas von Zypern, was sagt er? Brief, Appell des Sergius, Bischof von Zypern, an Papst Theodore, dem Vorgänger von Papst Martin, Akten der Lateransynode von 649, Seite 157 bis 158 von Price. Er sagt, meinem heiligsten und gesegnetsten Herrn, dem von Gott ernannten Vater der Väter, dem Erzbischof und ökumenischen Patriarchen, Herrn Theodore, sendet Sergius, der unbedeutendste Bischof, Grüße im Herrn. Christus, unser Gott, hat einen apostolischen Sitz, o heiliges Haupt, als eine göttlich feste und unverrückbare Stütze und sichtbare Inschrift des Glaubens gegründet. Denn du bist, wie das göttliche Wort wahrhaftig und ohne Täuschung erklärt hat, Petrus, und auf deinem Fundament stehen die Säulen der Kirche. Dir hat er die Schlüssel des Himmels anvertraut und verfügt, dass du mit Vollmacht auf Erden und im Himmel binden und lösen sollst. Du bist zum Zerstörer der profanen Ketzereien gemacht worden, als Führer und Lehrer des rechtgläubigen und unanfechtbaren Glaubens. Deshalb, mein Vater, übersehe nicht den Glauben unserer Väter. Ja, so schreibt der Primas von Zypern an den Papst. Die petrinisch-päpstliche Jurisdiktion war auch im Osten also durchaus respektiert. Ja. Mansi 10806 aus dem Englischen von Thomas William Ellis, The Sea of Peters, Seite 120. Als der Monothelitismus die Bischofssitze von Antiochia und Jerusalem übernahm, beriefen sich die Päpste Theodore und Martin auf ihre göttliche Autorität und ihre durch die petrinische päpstliche Sukzession erworbene Jurisdiktion, um ein besonderes Eingreifen in die Angelegenheiten dieser Ostkirchen zu legitimieren. Papst Martin entsendet Johannes von Philadelphia in den Osten, um das zu korrigieren, was fehlt, und Bischöfe, Presbyter und Diakone in jeder Stadt derer zu ernennen, die dem Stuhl von Jerusalem und Antiochia unterstellt sind. Wir beauftragen dich, dies in jeder Weise zu tun,
Kraft der apostolischen Autorität, die uns vom Herrn in der Person des seligsten Petrus, dem Fürsten der Apostel, gegeben wurde, wegen der Notwendigkeiten unserer Zeit und des Drucks der Völker. Eine Tradition also, dass der Papst sich tatsächlich legitimieren konnte auf Basis der Stellung von Petrus als ersten Papst. Ja, und da gab es keinen Widerspruch auch von orthodoxer Seite. Die haben das anerkannt. Gerade wir sprechen ja hier von großen Konzilien. Papst St. Martin I. auf dem Konzil, ja, der Petrus in seiner Rede auf dem Konzil hervorhebt. Da haben wir Papst Martin I. in den Akten der Lateransynode von 649, Seite 186. Martin, der heiligste und seligste Papst der heiligen katholischen und apostolischen Kirche Gottes in Rom, sagte: In seinem soeben verlesenen synodalen Brief hat uns Viktor, der frommste Bischof von Karthago, sowohl seinen glühenden Eifer vor Augen geführt, als auch die ihm gemäße Bescheidenheit an den Tag gelegt. Seinen Eifer, mit dem er vor unserem apostolischen Stuhl die haarsträubende Neuerung kühn anprangert und anklagt und indem er seinen Brief benutzt, um uns die Proteste aller Christen gegen diese Neuerung und das ständige Stöhnen der frommen Bischöfe genau mitzuteilen, in nicht geringem Maße beunruhigt, wie er geschrieben hat, über die Erfindungen und Verschwörungen, die Bischof Paulus von Konstantinopel gegen den wahren Glauben ratifiziert hat und auch in seiner Demut, wie es sich gehört, indem er sich bisher nicht anmaßte, ihn als Exkommunizierten zu behandeln, sondern ihn Mitbischof nannte, bis er von dem Urteil erfährt, dass unsere apostolische Autorität über ihn gefällt hat, nämlich das des Petrus, des Hauptes der Apostel, der allein und vor allen anderen für würdig befunden wurde, vom König der Könige, Christus, dem Gott die Schlüssel des Himmelreiches, treuhänderisch zu empfangen, um es verdientermaßen für diejenigen zu öffnen, deren Glaube an den Herrn rechtgläubig ist, und es für alle unorthodoxen Heretiker zu verschließen, die in ihre Lehre verharrten. Die Frage ist, wie konnte Papst Martin I. sich hier auf Petrus berufen? Wie konnte er den heiligen apostolischen Stuhl derart hervorheben und damit eine Autorität derart beanspruchen, wenn er diese Autorität gar nicht hatte? Wenn es umstritten war, ob Rom tatsächlich diese Autorität hier beikommt, ne? Das muss man sich tatsächlich fragen. Dann haben wir Papst Agato und die Unfehlbarkeit des Papstes in ökumenischen Konzilien. Papst Agato zum Beispiel auf dem 6. ökumenischen Konzil. Als Kaiser Konstantin IV. Den heiligen Agato einlud, Vertreter nach Konstantinopel zu entsenden, um die östlichen Kirchen, die sich durch den Monotheletismus von der Kirche losgesagt hatten, wieder formell mit dem apostolischen Stuhl zu vereinigen, bestand Papst Agato 678 bis 81 darauf, dass es keine Lehrdebatte geben könne, die Angelegenheit bereits auf der Lateransynode entschieden worden sei. In der Tat sagen die päpstlichen Legaten bei der Eröffnung des Konzils, und wir haben Personen aus unserer Bescheidenheit zu eurer Tapferkeit unter dem Schutz Gottes geschickt, die euch den Bericht von uns allen, das heißt von allen Bischöfen in den nördlichen oder westlichen Regionen vorlegen sollen, indem wir auch das Bekenntnis unseres apostolischen Glaubens zusammengefasst haben, doch nicht als solche, die über diese Dinge streiten wollten, weil sie ungewiss sind, sondern weil sie gewiss und unwandelbar sind, um sie in einer kurzen Definition darzulegen, mit der flehentlichen Bitte an euch, dass ihr durch die Gunst eurer heiligen Majestät befehlen wollt, dass dieselben Dinge allen gepredigt werden und bei allen Kraft haben. Auch ein sehr bedeutendes Zeugnis. Ja. Und Papst Agatos Blick auf die frühere lehramtliche Geschichte macht ebenfalls klar, die nizänischen Väter und postnizänischen Väter, Band 15, 331, denn er, Petrus, hat vom Erlöser aller selbst durch drei Empfehlungen die Aufgabe erhalten, die geistlichen Schafe der Kirche zu weiden, unter dessen schützendem Schild diese seine, die römische apostolische Kirche, niemals vom Weg der Wahrheit in irgendeine Richtung des Irrtums abgewichen ist, dessen Autorität als die des Fürsten aller Apostel die ganze katholische Kirche und die ökumenischen Synoden treu angenommen haben,
haben und in allen Dingen befolgt haben und alle ehrwürdigen Väter haben ihre apostolische Lehre angenommen, durch die sie als die anerkanntesten Koryphäen der Kirche Christi geleuchtet haben und die heiligen, rechtgläubigen Ärzte haben sie verehrt und befolgt, während die Heretiker sie mit falschen Anschuldigungen und mit abfälligem Hass verfolgt haben. Also Rom Untreue lediglich von Heretikern. Nach einer ausführlichen Erörterung des Themas auf beiden Seiten definierte und sanktionierte das 6. Ökumenische Konzil in der 18. und letzten Sitzung die Zwei-Willen-Lehre fast in der Sprache des Briefes von Papst Agatho an den Kaiser. Makarios, der Patriarch von Alexandria, der dem Monotheletismus anhing, wurde abgesetzt. Der Brief des Agatho ist eine würdige Fortsetzung von Leos Brief an das Chalcedonische Konzil und vertritt die orthodoxe Ansicht ebenso klar und präzise. Bemerkenswert ist dabei auch die Zuversicht, mit der er die Unfehlbarkeit der römischen Kirche behauptet, trotz der monotheletischen Häresie, die tatsächlich hier um sich greift. Agatho zitiert die Worte Christi an Petrus, Lukas 22, 31, 32, zugunsten der päpstlichen Unfehlbarkeit und damit nimmt er gewissermaßen die Entscheidung des Vatikans von 1870 bereits vorweg. Auch das muss man also sagen. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel Theodoros Studites, einen byzantinischen Mönch, Abt und Kirchenlehrer, ja, Brief des heiligen Theodore des Studiten an Papst Leo III., ja, Buch 1, Epistel 23, 759 bis 826 nach Christus. Da Christus, unser Herr, dem großen Petrus das Amt des Oberhirten übertragen hat, nachdem er ihm die Schlüssel des Himmelreiches anvertraut hatte, muss notwendigerweise jede Neuerung in der katholischen Kirche auf Petrus oder seinen Nachfolger zurückgeführt werden. Deshalb rette uns, o göttlichstes Haupt der Häupter, Oberhirte der Kirche des Himmels. Ja. Andere solche Formulierungen finden sich im Brief des heiligen Theodore und vier anderen Äbten an Papst Paschalis I., Buch 2, Brief 12, oder eben auch im Brief des heiligen Theodore des Studiten an Kaiser Michael III., Buch 2, Epistola 63. Also auch der mit absoluter Selbstverständlichkeit, obwohl orthodox. Papst Gelasius, ein orthodoxer Heiliger und Held der Orthodoxie aus dem 5. Jahrhundert, ja, der sagt zum Beispiel im Brief 1 Gelasius an die östlichen Bischöfe, wenn wir sie, den rechtgläubigen Glauben und die Gemeinschaft verlieren, Gott bewahre, wie könnte etwas jemals wiederhergestellt werden, besonders wenn es in seinem Gipfel, dem apostolischen Stuhl, mit Häresie befleckt würde, was Gott niemals zulassen würde. Wenn ich, Gott bewahre, zum Komplizen des Bösen der Häresie würde, dann würde ich selbst eines Heilmittels bedürfen, anstatt anderen ein Heilsmittel anbieten zu können. Und der Stuhl des seligen Petrus würde ein Heilmittel von anderswoher suchen, anstatt selbst anderen ein Heilmittel anzubieten, was Gott niemals zulassen würde. Daher stehen die im Osten fest im katholischen Glauben, weil sie mich sehen, wie ich ihn verteidige und von mir ermutigt werden. Das bedeutet, da sind wir ja noch in einer Zeit, in der es vollkommen selbstverständlich war, dass auch die orthodoxen Geschwister tatsächlich dann sich an Rom wandten, vor allem wenn es dann um Lehrentscheidungen und signifikante Entscheidungen ging. Ja, da wurde sich immer an den Heiligen Stuhl gewandt. Und das ist wirklich etwas Zentrales und eine Erkenntnis, die tatsächlich sehr bedeutsam für uns ist, weil wir dadurch sehen können, dass es eben nicht einfach nur irgendeine machtpolitische Struktur war, die das irgendwann mal entschieden hat durch reine Willkür, ja, sondern dass wir es hierbei tatsächlich mit einer historischen Entwicklung zu tun hatten. Der Papst hatte immer Vorrang. Der römische apostolische Stuhl hatte immer Vorrang. Und der Papst konnte sich immer auf seine Unfehlbarkeit berufen. Und das wurde bei den Konzilien, bei den bedeutenden Konzilien auch tatsächlich so respektiert. Keiner konnte irgendwann mal einen Brief an einen Papst schreiben und sagen, mir doch egal, was du machst, mach dein Ding, du bist sowieso abgefallen, weil wir haben überhaupt kein Interesse an dir, weil du einfach kompletter Irrlehrer bist. Das
konnte nicht sein. Stattdessen waren die Päpste allein dazu befähigt, immer wieder signifikant aufzutreten und vor allem auch signifikante Lehrentscheidungen und Entscheidungen des Konzils über ganze Kanonizes zu ratifizieren und zu verifizieren. Und ohne Rom, kann man tatsächlich sagen, lief da nichts. Der Vorrang Roms, die Unfehlbarkeit des Papstes, historisch lange vor 1870 nachweisbar und für die Urkirche zutiefst signifikant. Und damals gab es diese orthodoxe Spaltung noch nicht. Diese Spaltung zwischen der katholischen Kirche, der universalen Kirche und irgendwelchen Splittergemeinschaften, die entstehen ja nur dann, wenn jemand vom apostolischen Glauben abrückt, abkommt. Und dann haben wir spätere Entstehungen. Aber Rom, der apostolische Stuhl und dessen Sukzession und vor allem dessen Vorrang und Vormachtstellung, ja, war in den ersten Jahrhunderten des Christentums nicht umstritten, eben weil es eine ganz klare Sache war, weil es auf Petrus basierte. Und deswegen gab es lange vor 1870 nicht nur die Päpste, die sich darüber im Klaren waren, was Unfehlbarkeit hieß, sondern es gab eben auch, und das müssen wir auch ganz klar so sagen, die ganzen Gemeinden der anderen, in Anführungszeichen, Christen und Patriarchen und Bischöfe, die sich darüber im Klaren waren, die darüber tatsächlich nicht disputiert haben und die dann am Ende auch romtreu waren, ob orthodox oder katholisch. Den Vorrang Roms konnte niemand leugnen und der Vorrang Roms bestand. Immer. Immer, immer.